Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben es jetzt schon mehrmals gehört, mit der heutigen Wahlrechtsreform wird endlich jahrelang praktizierte Missbrauch und Wählertourismus quer durchs Land abgestellt. Und im Namen der Sozialdemokratie freuen wir uns, dass damit ein wesentlicher Punkt unseres Demokratiepaketes heute wahrscheinlich sogar einstimmig beschlossen wird. Die wirkliche Sensation des heutigen Tages ist für mich aber nicht die Abschaffung des Zweitwohnsitzwahlrechts, sondern ein Zitat vom ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger in der heutigen Kronenzeitung. Ich zitiere: Fragen des Wahlrechts sind in einer Demokratie immer sensibel. Klaus Schneeberger in der heutigen Kronenzeitung. Ja, nur Klaus Schneeberger, demokratiepolitische Sensibilität war bisher kein Markenzeichen der ÖVP Niederösterreich. Und deshalb bin ich umso glücklicher über deine heutige Aussage in der Kronenzeitung. Und vielleicht können wir diese sensible Phase von Klaus Schneeberger für einen großen demokratiepolitischen Paukenschlag in Niederösterreich nützen. Wir begehen ja heuer 100 Jahre. Na ja, Klaus, drum, wir brauchen jetzt Motivation. Nutzen wir die Chance, nutzen wir die demokratiepolitische Sensibilität, sei vielleicht ein bisschen, sagen wir so, alterswürdig. Sagst, ich bringe da was zusammen, die letzten Monate hier im Landtag, und machen wir gemeinsam das, was diesem Land wirklich demokratiepolitisch ansteht. Nutzen wir das Jubiläumsjahr 100 Jahre Niederösterreich und rufen wir einen demokratiepolitischen niederösterreichischen Frühling aus. Klaus Schneeberger, die österreichische Volkspartei, geht Hand in Hand mit der Sozialdemokratie, und wir werden nicht viel Widerspruch hier im Haus sehen, um jene Punkte noch durchzubringen, die wir gemeinsam so viele Jahre diskutieren, nämlich unter anderem die Abschaffung dieser Brölldoktrin, Name vor Partei, die Abschaffung des nichtamtlichen Stimmzettels, aber auch strenge Bestimmungen im Briefwahlrecht. Nur ein Wort. Ich habe den Nicken, Klaus Schneeberger, wirklich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Nur ein Wort noch zu dieser Dehont-Diskussion. Das ist jetzt eh ausführlich diskutiert worden. Also für diese Regelung, sei es in der Landesverfassung oder in der Geschäftsordnung, spricht nur ein einziges Argument. Und das Argument ist, die ÖVP will das. Und das ist ein schwaches Argument. Also wenn die Grünen das als Argument anerkennen und ein minderheitsfeindliches Berechnungssystem unterstützen, ist es die Entscheidung der Grünen. Von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kann man das nicht erwarten, schon gar nicht im Hinblick auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verlangen deshalb eine getrennte Abstimmung. Und ich sage noch einmal, Kollegen der Grünen melden sich schon zu einer tatsächlichen Berichtigung. Ich frage mich wirklich, warum spielt ihr da mit? Warum macht ihr völlig unnötig den politischen Steigbügelhalter der ÖVP, nur weil ihr auf Bundesebene in Koalition seid? In Niederösterreich sagt die Frau Grünen-Vorsitzende Krisma Huber, ja, da muss man trennen zwischen Opposition und Regierungstätigkeit. Und bei der erstmöglichen Gelegenheit unterschreibt sie einen ÖVP-Antrag als Mitantragsteller und konterkariert die Minderheitenrechte. Warum die Grünen das machen, müssen sie selber entscheiden. Ich nehme an, dass das bereits Anbietern einer zukünftigen Regierungszusammenarbeit auch auf niederösterreichischer Ebene ist. Aber ich sage euch eins, so wie ich die ÖVP kenne, da wird man leicht gefressen. Es ist besser, mit der ÖVP hart und herzlich zu diskutieren, als sie hier anzubiedern. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend mit dem bereits erwähnten Antrag, der liegt den Fraktionen und dem Präsidium schriftlich vor. Antrag der Abgeordneten Weninger, Samwald, Schinderle und Magister Renn auf gedrängte Abstimmung des Antrags der Abgeordneten Magister Schneeberger, Dr. Michalitsch,
Helga Griesmer-Huber, Kaufmann, Hauer, Schulz, Mold betreffend niederösterreichisches Wahlrechtsänderungsgesetz 2022, Landtagszahl 1918. Über nachstehende Punkte, die dem Antrag beiliegenden Gesetzentwurf möge getrennt abgestimmt werden. Erstens Inhaltsverzeichnis, zweitens Artikel 15, Änderung der Geschäftsordnung LGO 2001. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, die Frau Abgeordnete Griesmer-Huber und der Herr Abgeordnete Michalitsch haben mehr oder weniger zusammenfassend behauptet, die Hand ist gut, die Hand gibt es schon immer, die Hand gibt es überall und deshalb muss alles so bleiben. Ich berichtige tatsächlich, nur weil es etwas schon immer gibt und oft gibt, muss es nicht immer so bleiben, sonst wird die Politik ad absurdum führen. Und verweise als Beleg darauf, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 20 Jahren, der Verfassungsexperte Michalitsch wird es sicher wissen, dass das Dehont-System abgelöst wurde, zuerst durch das Harry-Niemeyer-Verfahren und einige Jahre später durch das Saint-Luguet-Verfahren, weil man in Deutschland halt draufgekommen ist, dass es Berechnungsverfahren, politikwissenschaftliche, statistische Methoden gibt, die besser abbildbar sind. Kollege Ebner, dir wünsche ich einen Teil der Sensibilität von deinem Clubobmann Klaus Schneeberger. Herzlichen Dank.